Bayern-Sport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie. Vollkontakt beim Training der Munich Monks. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Rugbyverein, aber hier heißt das Motto Queer. Wir fragen jetzt zwar nicht nach, ob du hetero bist oder nicht, aber wir bieten so ein bisschen einen Safe Space für jedes Geschlecht zum Beispiel und jede sexuelle Orientierung. Auf gut Deutsch, es geht bunt zu in dieser Abteilung. Bunt und Multikulti. Und ganz nebenbei wird der Beweis erbracht, dass Frauen beim Rugby perfekt aufgehoben sind. Genau so. Als Frau lernt man die Technik sehr gut. Und man muss sie auch viel besser lernen, um eben solche Leute wie ihn zu Boden zu bringen. Und es macht auch Spaß. Hier der Beweis, aber Tackling ist nicht gleich Tackling. The thing is, es ist so, ihr lauft an, stoppt ab und geht dann in den Kontakt. Das ist aber kein guter Push. Wir müssen die Anlaufgeschwindigkeit voll nutzen, dann tief gehen und push. Wer diese Technik beherzigt, hat zwei Vorteile. Das Tackling wird effektiv und niemand kommt zu Schaden. Auch da nicht, wenn vier Zentner aufeinanderprallen. Sie müssen sich selbst schützen mit einer guten, kompakten Körperposition und einem ganz sauberen Tackling. They do as clean of a tackle as possible. Wir laufen durch, Andy kommt hier, ich passe, ihr kommt mit. Rugby ist nicht nur knallharter Körperkontakt. Die Spielzüge müssen mit viel Köpfchen ausgeführt werden. Das heißt, es gibt sehr viel Miteinander, sehr viel gute Kultur in dem Sport generell, weil es einfach ein bisschen zu gefährlich ist, da zu viel Blödsinn zu machen. Apropos gefährlich, diese Aufnahmen zeigen, beim Rugby prallt man regelmäßig heftig zusammen. Doch das Risiko lässt sich minimieren. Der Rücken muss immer gerade sein, die Arme müssen die richtige Position haben. Wenn ich den Rücken falsch habe, den Kopf falsch halte, auf die falsche Seite, den Arm in der falschen Position, ist die Verletzung eigentlich schon vorprogrammiert. Aber das kann man alles vermeiden. Und beim Rugby herrscht untereinander traditionell ein großer Respekt. Rugby ist ein Hooligansport, gespielt von Gentlemen. Und Fußball ist ein Gentlemansport, gespielt von Hooligans. Das stimmt natürlich nicht ganz. Bei den Munich Monks spielen nämlich Gentlemen und Gentlewomen. Und außerdem noch die gesamte bunte Palette, die die Menschheit zu bieten hat. Bayern Sport wird Ihnen präsentiert von der Glücksspirale, die Rentenlotterie.